Kolter, der Partner für Fenster, Türen und Glas aus Erkrath, präsentiert den Fortuna Talk. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen noch einmal hier bei uns im Platinum Club zum Fortuna Talk, präsentiert von Kolter, Fenster, Türen und Glas. Ja, die schönste Heimserie ist irgendwann leider auch gerissen. Die Festung hat den ersten kleinen Riss abbekommen. Fortuna Düsseldorf unterliegt Dynamo Dresden mit 0:3. Und über das Spiel und natürlich auch über die persönliche Entwicklung meiner beiden Gäste wollen wir reden. An meiner Seite Julian Schauerte und Emma Ior. Herzlich willkommen erstmal. Ja, Julian, jetzt habe ich gerade gesagt, die Festung hat den ersten kleinen Riss. Du hast mir eben noch gesagt, irgendwie muss ich immer kommen bei einer Niederlage. Ich wollte es gar nicht wahrhaben, denn du bist eigentlich Mr. 100%. Wenn du spielst, spielst du 90 Minuten. Und wenn du gespielt hast, haben wir bisher auch nicht verloren. Das hat sich heute leider alles irgendwie geändert. Wieso, weshalb, warum? Wie hast du die Partie gesehen? Ja, ist jetzt schwierig schon irgendwie eine Analyse zu starten. Ich glaube, wir haben uns viel vorgenommen. Ich glaube, wir wollten die Serie noch, dass die Serie noch ein bisschen Bestand hat. Dann bist du nach einer Minute, gehst du mit 0-1 in Rückstand. Sind dann schwer ins Spiel gekommen, dann kriegen wir es 2-0 und haben uns so ein bisschen besser ins Spiel reingefunden. Ja, dann kommst du wieder aus der Halbzeit raus, hast dir wieder so ein bisschen was vorgenommen. Ich glaube, wenn du ein Anschlusstor machst, dann kann das nochmal in eine ganz andere Richtung gehen und dann kriegst du durch einen Konter ein 3-0 und dann war so ein bisschen die Luft raus. Wir haben dann nochmal alles probiert, aber es sollte dann heute nicht sein. Du sagst, ihr habt euch viel vorgenommen. Ich glaube, 28 Sekunden hat das gehalten. Dann gab es diesen ersten Treffer. Wie hast du diese Situation gesehen und wie konnte ihr so schnell überrascht werden? Ja, ich glaube, es war irgendwie ein hoher Ball. Der kam irgendwie zurück, wurde schnell in die Mitte gespielt und dann hat es auch schon irgendwie geklingelt. Und müssen wir dann morgen mal gucken, wie das zustande gekommen ist, was wir da falsch gemacht haben. Aber ja, ich glaube auch, wenn man einzeln zurückzieht, auch früh, wir hatten noch genug Zeit, das Spiel irgendwie zu drehen. Haben es irgendwie nicht hinbekommen und müssen wir dann schauen, wie wir das dann in den nächsten Wochen verarbeiten. Durchgesteckt hat ihn Andreas Lamberts, vorher natürlich überall das Thema vor dem heutigen Spiel. Du hast aber gesagt, eins kann ich versprechen, der wird heute kein Tor schießen. Zumindest dieses Versprechen konnten wir halten, aber letztendlich kann man sich davon natürlich auch nichts schenken. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist egal, wer die Tore macht. Wir haben 3 kassiert. Von irgendwelchen anderen Gegenspielern und sollte nicht sein, war kein guter Abend von uns und müssen wir munter putzen und dann in den nächsten Wochen wieder besser machen. Und dann ist er vielleicht wieder mit dabei. Emma Ior, heute keine Spielzeit bekommen. Du wechselst natürlich gerade so ein bisschen, nimmst die zweite Mannschaft auch nach wie vor als Sprungbrett, bis jetzt Profi in der ersten Mannschaft. Ich glaube, für deine persönliche Entwicklung hat sich einiges natürlich verändert oder du hast eine persönliche Entwicklung durchgemacht durch die erste Mannschaft. Wie siehst du deine Situation aktuell in der Mannschaft? Ist natürlich eine schwierige Situation, aber auch eine Situation, mit der ich klarkommen muss. Abgesehen jetzt vielleicht von heute und vom DFB-Pokal läuft es ja ziemlich gut und da sieht der Trainer natürlich, hat er nicht das Bedürfnis so da durchzuwechseln, gerade ein Ruven oder ein Elas, auf die man sich ja verlassen kann, was das Tore machen angeht. Und für mich ist jetzt einfach nur wichtig, dass ich dranbleibe, dass ich für den Tag X oder wenn der Trainer mich braucht, dass ich da fit bin und bereit bin. Das kann ich natürlich in der zweiten Mannschaft kann ich gut machen, kriege da meine Spielpraxis. Habe da jetzt auch 2 Tore geschossen und kann mich da so ein bisschen, dass ich da nicht ganz rauskomme aus dem Tore schießen. Und ich bin guter Dinge auf jeden Fall, dass ich mich da trotzdem aktiv halten kann. Von deinen Qualitäten sind wir mit Sicherheit alle überzeugt oder davon konntest du uns auch schon überzeugen. Eine Chance für dich war jetzt auch wieder die U20, da bist du Nationalspieler. Das Vier-Nationen-Turnier gab's, erzähl mal ein bisschen was. Das erste Spiel gegen die USA gewonnen, ich denke auch verdient und hatten dann gegen England sahen wir nicht so gut aus, haben da 3-1 verloren leider. Ich hatte da ein bisschen Pech, dass ich mich im ersten Spiel, dass ich da umgeknickt bin und da Probleme hatte. Und dann im letzten Spiel gegen die Niederlande sollte ich eigentlich eingewechselt werden in der zweiten Halbzeit. Aber
ja, da gab es dann so Probleme beim Wechsel, weil dann war ich noch nicht richtig warm und dann wollten sie doch noch nicht wechseln. Und dann hat sich einfach die Situation nicht geboten und ja. Aber das zeigt ja auch schon wieder alleine, dass du für die Nationalmannschaft nominiert worden bist, ja, dass man von deinen Stärken überzeugt ist und dass du dich gerade, wie du schon eben gesagt hast, auch über die zweite Mannschaft natürlich empfehlen kannst, für die erste Mannschaft und auch für weitere Aufgaben im Nationaltrikot. Julian, du hast in einem Interview gesagt, jeder, der reinkommt, kann sich sehr, sehr schnell einfügen in die Mannschaft. Das hat hervorragend geklappt in den letzten Wochen. Waren es jetzt dann doch vielleicht der ein oder andere zu viel, die ein oder andere Führungskraft, Stammspieler, die gefehlt haben, die man jetzt doch nicht kompensieren konnte aufgrund von Verletzungen und Sperren? Ja, ich glaube, wenn man die Spiele davor gesehen hat, dass sich so gewisse Automatismen eingespielt haben, ich glaube, das ist, ja, tut jedem Team gut. Wie gesagt, aber ich glaube, jeder, der reinkommt, weiß genau, was er zu tun hat. Das wird auch im Training ja, immer tagtäglich trainiert und ja, da wird auch immer viel durchgewechselt. Da weiß, glaube ich, jeder, wie die Aufgaben verteilt sind. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir hatten auch viele Spieler, die sehr gut drauf waren, die sich dann leider verletzt haben. Und ja, ist dann immer schwierig, auch alles zu kompensieren. Ich glaube, wir haben auch viele junge Spieler da in der Mannschaft, ja, die wir auch so ein bisschen ranführen müssen, auch wie Ältere. Und ja, aber jetzt daran irgendwie, ja, das irgendwie daran festzumachen, ist, glaube ich, dann auch schwer. Beim letzten Mal habe ich schon mal angefangen, meine Interviewpartner über sich selber was sagen zu lassen. Emma Ioa ist auch einer der jungen Wilden, der neben uns sitzt. Ja, sag was über ihn, über seine Entwicklung und über sein fußballerisches Können. Ja, er ist ja noch sehr, sehr jung auf jeden Fall. Und ich glaube, von seinem Körperbau her, von seiner Technik her, hat er, glaube ich, sehr, sehr gute Anlagen, um es noch weit zu schaffen. Ich hoffe, dass er der Fortuna noch lange erhalten bleibt. Aber wie gesagt, ich glaube, jeder Einsatz, jedes Training tut ihm sehr, sehr gut. Und man hat auch schon eine Entwicklung gesehen, ja, wo er jetzt zur ersten Mannschaft gekommen ist. Und wenn er da dran bleibt, glaube ich, hat er eine gute Zukunft vor sich. Spielen wir den Ball zurück. Und Julian Schauerte, natürlich einer, der mit seiner Erfahrung glänzt. Ich habe es gesagt, wenn er fit ist, steht er 90 Minuten auf dem Platz. Das war bisher in allen Begegnungen so. Also ja, auch ein Vorbild, auch wenn es eine andere Position ist. Ja, klar, er ist da in der letzten Saison sowie diese Saison eigentlich immer eine Bank gewesen, sehr solide gespielt, aber auch trotzdem nach vorne immer Akzente gesetzt. Heute unglücklich, dass der Schuss mit links einen Ticken übers Tor geht. Aber ich denke, nach vorne wie nach hinten auf jeden Fall sehr wichtig für das Team. Und ja. Ich hake nochmal eben nach, wir haben über deine persönliche Entwicklung gesprochen. Wenn ich mir den Merchandising-Katalog anschaue, einer, der mich direkt anstrahlt, ist Emma Ior, der das Trikot präsentiert. Da kommen wir auch wieder zum Thema Entwicklung, die man durchgemacht hat. Was war das für eine Erfahrung Anfang der Saison? Fotoshootings und so weiter. Ja, war natürlich viel Neues, was da so auf einen zugekommen ist. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass ich da als Modell posieren durfte, dann im neuen Trikot auch noch. Und es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Das Team drumherum war super, hat es mir sehr leicht gemacht, gut auszusehen vor der Kamera. Und war eine super Erfahrung. Ihr merkt schon, lenkt auch so ein bisschen ab von dem Spiel, denn ich glaube, das haben die Fans auch gezeigt, die honorieren natürlich die Leistung, die wir bisher gesehen haben in dieser Saison und wie Trainer Friedhelm Funkel eben in der Pressekonferenz schon gesagt hat, gibt es da natürlich dann auch schon mal leichte Rückschläge, die man dann einstecken muss und wegstecken muss, aber das macht ihr ganz sicherlich. Jetzt ist Länderspielpause, da gibt es immer wieder die Frage, kommt so eine Länderspielpause zur richtigen Zeit oder will man so eine Niederlage am liebsten direkt vergessen machen mit der nächsten Auswärtsaufgabe oder sagst du, okay, jetzt haben wir wirklich ein paar Spieler, die gesundheitlich angegriffen sind, tut uns ganz gut gerade? Ja, wie du es gesagt hast, ich glaube, aufgrund der verletzten Spieler, die wir jetzt haben und auch einige, die wir noch vom Fitnesszustand so ein bisschen ranführen müssen, tut uns das, glaube ich, ganz gut. Das Trainerteam findet immer eine richtige Dosierung und natürlich würden wir das schnell vergessen machen, die Niederlage heute, aber wie gesagt, wir haben jetzt 14 Tage Zeit, das aufzuarbeiten und dann freuen wir uns auf ein gutes Spiel in Pauli. Genau, dann geht es nämlich sonntags zum FC St. Pauli und darauf den Freitag empfangen wir dann
Hannover 96 und da ist ja dann auch noch eine Rechnung offen, die unsere Jungs ganz sicherlich ausbügeln möchten. Vielen Dank für den Besuch am heutigen Tage hier bei uns im Platinum Club und Dankeschön natürlich auch den Zuschauern im F95 TV, unserem YouTube-Channel. Dankeschön an meine Interviewpartner Julian Schauerte und Emma Ioa.